machst hier einen schönen Qualm. Hey. Und der Schwarze ist auch noch liegen hier. Warum hat jetzt der wieder einfach abgestellt? Das gibt es ja gar nicht. Oh je, meine. Also eigentlich geht es ja heute darum. Wir haben den Schneetöpf zu laufen gebracht. Wir hatten mal zu laufen gehabt. Dann haben wir mit dem heute hier auf Engelberg eine Probe fahren. Wir können dann wieder aufs Gelände vom Urs, Besitzer vom Titlis Taxi. Das Einzige, was ich euch ans Herz legen will, geht nicht bei fremden Bauern aufs Gelände. Es gehört nicht euch. Geht nicht fremdes Zeug kaputt machen. Wir möchten euch eigenes Zeug kaputt. Macht euch ein eigenes Zeug kaputt, genau. So wie du mein Zeug nie kaputt machst. Du willst es geflickt haben, so geht es manchmal kaputt. Das Gas von Benzin spritzen. Und da vorne starten wir, hoffen, dass wir vor davon laufen. Claudio, was bist du da schön zu machen? Ich tue jetzt meinen neuen Sitz einpacken. Bist du den Sitz einpacken? Warum tust du den einpacken? Ja, damit wir zwei Kapitel haben. Was wird das? Wird das der Sitz? Das wird der Sitz, ja. Kommt raus, was da für ein Dreck rauskommt. Dreck ist auch so verloren. Ja, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Ja, ja, und so nicht. Und so nicht so. Oh ja. Warte, ist auch noch. Du bist jetzt gerade verstopft. Hast du gesehen dort? Gerade verstopft, so viel Dreck ist da drin. Oh, die Jure Pfütze. Oh, da ist hier auch noch Wasser. Mit Jure Suppe. Schau das an! Da ist noch Wasser und alles drin. Komm, gerade. Zumachen und gerade hier. Roger und ich haben stundenlang an dem Schneetöpf umgeschraubt. Den Vergaser geputzt, eingebaut, gelaufen. Gas geben, abgestellt. Vergaser geputzt, eingebaut, gelaufen. Ah, Gas geben, abgestellt. Dann sind wir drauf gekommen, es kommt Dreck aus dem Tank. Oder irgendwoher kommt Dreck. Gut, Benzinfilter eingebaut, Vergaser geputzt, eingebaut, angelassen. Gelaufen, Gas geben, Benzinfilter verstopft. Plötzlich ist es schwarz. Und dann war klar, was es ist. Die Brühe, die wir jetzt hier rausgelassen haben, die war schuld. Jetzt spülen wir den Tank hier noch ein bisschen. Spülen. Richtig es geht schon. Du weißt, ich kann kaum eine Kurve machen. Es hat so. Was? Ruhe. Was nur vorne? Ja, du bist wegen dem so scheiße zum Lenken. Also, es ist wirklich hundsmies zum Lenken. Hey.
Tun wir Akku, tun wir Dings rasch machen. Wir haben ja noch genug der Zeit. Ja, ja. Warum läuft er immer so gut und nachher einfach wieder nicht mehr? Warum macht er das? Ich wollte sagen, es ist wie eine Frau, aber es ist eigentlich wie ein Mann. Der macht ja nur, wenn er will. Geh du jetzt mal Brötchen holen. Brötchen? Ach, ich muss seifen. Ja, du, Bachel, schau. Wie sieht es aus? Gehört es aus? Was? Dann versuchen wir mal an dieser Schraube dort mal wirklich mal die Einwerten. Bitte, mach mir das gefallen. Ich kenne das Teil auswendig. Ja, das ist die Schraube, wo du meinst die Schraube und nicht die Schraube. Eine ist Luft und die andere ist Benzinschraube, die du mir dazu kannst geben. Und dort musst du jetzt regulieren und im Leerlauf lassen und immer wieder mal drücken. Weil jetzt hat er zu viel Luft, so wie ich das höre. Ich weiss ja nicht, ich bin nicht Spezialist, aber so wie ich das höre. Du kannst nicht Luft einstellen. Ja, und das ist der Leerlauf. Genau, und das ist Leerlauf. Und das ist Benzinmischung. Gut, und versuch wirklich mal jetzt mal das richtig einzustellen. Hä? Benzin mit dem Luftmisch. Glaub mir, weil er so viel zu viel Luft ein. Das bin ich die ganze Zeit am Versuchen. Aber er läuft ja immer. Er läuft ja immer perfekt. Und nachher läuft er nicht mehr. Und du hast ja hier zwei Gänge. Können jetzt fahren? Ja. Du bist jetzt nicht die ganze Zeit im ersten Gang. Du kannst nicht schalten. Du fährst immer nur in einem Gang. Okay. Und du kannst nur einen Gang einschalten? Dann tu dir mal jetzt den anderen Gang einschalten und fahr mal mit dem um. Mit der gröberen Everybody gotta watch out. Come on, don't you think it's about time to lead up and get.
Ich habe mich.